warte noch einen Moment. Ich überlege gerade, ob es immer so ist, wenn ich die Begrüßung mache. Vielleicht sollte ich das nicht. Sehr geehrte Frau Nane Meyer, sehr geehrte Frau Dr. Sibylle Anderl, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich freue mich heute Abend gemeinsam mit Ihnen die Ausstellung Überall der Künstlerin Nane Meyer zu eröffnen. Und ich begrüße Sie alle herzlich. Frau Meyer ist gebürtige Hamburgerin, sie lebt und arbeitet in Berlin. Sie zeichnet seit 40 Jahren und hat, wie Sie auch sehen können, ein ganz beeindruckendes Werk geschaffen. Ich freue mich, liebe Frau Meyer, dass Sie der Einladung unseres Horst-Janssen-Museums gefolgt sind und Ihre Arbeiten in unserem Hause für die Öffentlichkeit präsentieren. Meine Damen und Herren, das Konzept für diese Ausstellung stammt von der Künstlerin selbst. Sie ist schon seit über einer Woche hier in Oldenburg und auch hier im Horst-Janssen-Museum und hat Tage- und auch nächteweise an der Ausstellung gearbeitet. Am Wochenende noch zusammen mit Patricia Bach, dafür Ihnen beiden auch unser Jutta ganz herzlicher Dank. Jutta hat mir davon berichtet, wie Sie gerade schon gemerkt haben, und ich denke, ich darf sagen, Jutta, dass du und dein Team, dass ihr dieses gemeinsame Arbeiten an der Ausstellung auch bereichernd empfunden habt und ihr habt es auch, glaube ich, genossen. Insofern eine Win-Win-Situation. Meine Damen und Herren, die Ausstellung wird auf zwei Etagen des Hauses gezeigt und es gibt ein Künstlerbuch zu dieser Schau, nämlich die Älteren unter uns wissen jetzt, dass es irgendwie ein kleines Bonmot ist, Meyers Handbuch über das Weltall, welches Sie natürlich auch gerne unten bei uns käuflich erwerben können. Im Anschluss an meine Begrüßung wird es eine Einführung in die Ausstellung geben. Die Form unterscheidet sich allerdings von der üblichen kunsthistorischen Einführung. Uns erwartet ein Format, bei dem die Leiterin unseres Hauses, Jutta Musterhoos, mit der Künstlerin Frau Meyer und der Astrophysikerin und Philosophin Frau Dr. Anderl ins Gespräch über Kunst, das Universum und über Gott und die Welt kommen wird. Übrigens, heute stand es eigentlich schon in der NWZ, Frau Anderl ist gebürtige Oldenburgerin, das ist dann auch nochmal was ganz Besonderes für uns. Meine Damen und Herren, ich freue mich besonders, dass es möglich ist, in diesen herausfordernden Zeiten hier in den Ausstellungsräumen zu stehen und eine Kulturveranstaltung zu eröffnen.
Dazu auch noch eine kleine Anekdote, die mir gestern beim Schreiben dieser Zeilen über den Weg gelaufen ist. Ich kam aus der Mittagspause, hatte mir das neue Mox mitgenommen und mit dem Intro bin ich angefangen. Da habe ich gelesen, ich zitiere: Wann waren Sie zuletzt im Museum? Schon eine Weile her? Dann ist jetzt der beste Zeitpunkt, denn auf das Museum ist Verlass. Zitat Ende. Und dann werden drei Museen namentlich erwähnt: unser Edith-Russ-Haus, die Kunsthalle in Wilhelmshaven und unser Horst-Janssen-Museum, die alle eine Öffnung haben. Soweit, so gut. Ja, Corona fordert uns alle, es fordert auch Kunst und Kultur. So sehr sich die Kulturschaffenden auch bemühen, in diesen Zeiten ein kulturelles Angebot zu machen. Die aktuelle Corona-Zeit und deren Nachwirkungen tangieren Kulturinstitute, die Kulturschaffenden und auch das Kulturpublikum ganz massiv. Es besteht auf der einen Seite die Gefahr von wirtschaftlichen Verwerfungen und andererseits und vor allem ist aus meiner Sicht derzeit unklar, welche Folgen die Pandemie auf die Vielfalt und die Qualität von Kunst und Kultur haben wird. Ich finde nicht, dass jetzt der Ort ist, dass ich sozusagen darüber länger spreche, aber eins ist sicher und für uns eben als Kultureinrichtung und Kulturamt auch wichtig: die Umbruchsituation, in der sich alle Kunstmuseen, Museen und der Kultursektor überhaupt befinden, wo es ja, wie Sie wissen, um Diversität und Partizipation, um Deutungshoheit und einen erweiterten Kunstbegriff geht. Diese Reformprozesse, an denen wir ja auch arbeiten, Sie können es ja hier im Museum auch sehen, wenn Sie gucken, welche Ausstellung gezeigt wird, wie Frau Wawra auch das Begleitprogramm gestaltet wird, das sind ja schon Anzeichen eines Reformprozesses. Aber wir müssen jetzt bei unseren weiten Überlegungen die Auswirkungen der Pandemie bewerten und auf diese auch mit unseren Konzepten reagieren, wenn diese Neuausrichtung, die wir ja hier schaffen wollen in Oldenburg, auch substanziell und nachhaltig sein soll. Meine Damen und Herren, ich möchte mich im Namen der Stadt gerne für die Förderung dieses Projektes bedanken. Einmal bei der Kulturstiftung der öffentlichen Versicherung und bei der Stiftung Kunst und Kultur der LZU. Vielen Dank an diese beiden Institutionen, dass sie uns auch in diesen besonderen Zeiten ein verlässlicher Partner sind. Vielen Dank Ihnen, Frau Meyer, für diese Ausstellung, die uns, zumindest nehme ich so wahr, zum Nachdenken anregen wird. Sie wird uns aber auch unterhalten und sie wird uns auf alle Fälle nachhaltig beeindrucken. Uns allen wünsche ich interessante neue Impulse hier in der Ausstellung und ich hoffe natürlich gemeinsam, Jutta, mit dir und deinem Team, dass in den kommenden Wochen auch viele Besucherinnen und Besucher den Weg in unser Haus finden. Liebe Frau Dr. Andal, liebe Frau Meyer, liebe Jutta, ich übergebe nun gerne an Sie bzw. an dich für das Publikumsgespräch, auf das ich ganz gespannt bin. Und ich danke Ihnen, dass Sie mir zugehört haben. Guten Abend. Ist das hier mit der Akustik alles fein? Ja? Kriege ich ja ein gutes. Ich würde gerne, dass das mal alles lauter wird. Dass alles lauter wird. Wir haben ja noch gar nicht angefangen. Ja, wir geben uns Mühe. Aber man kann sicher auch die Lautsprecher hochregeln. Ich merke das gerade, ne? Das funktioniert. Ja, herzlich willkommen, auch von mir. Ich freue mich, dass wir hier so sitzen im Schachbrettmuster mit 50% Auslastung. Das ist das, was erlaubt ist. Immerhin, Sie sind bei den Happy Few, denen es gelungen ist, heute Abend hier zu sein. Bei Sturm, das ist ja wirklich widrig draußen, widrige Umstände. Und ich darf heute einen besonderen Satz sagen. Ich begrüße Sie zu Hause an den Bildschirmen. Von wo auch immer Sie uns zugeschaltet sein mögen. Wer weiß, ob ich das nochmal so sagen kann. Ja, ich freue mich ganz besonders. Nanne Meyer zu meiner Rechten ist ja schon ein bisschen vorgestellt worden. Also ich kenne das Werk schon sehr lange, ich bin sehr begeistert von ihr als Zeichnerin und im November oder Dezember 19 haben wir uns dann wirklich getroffen im Atelier und dann ist die Idee entstanden für eine
Ausstellung hier im Horst-Janssen-Museum. Naja, die habe ich an Sie herangetragen, aber sie hat auch gerne eingewilligt. Da reden wir gleich noch ein bisschen drüber. Und heute sind wir an dem Punkt, dass wir eröffnen können. Und dann dieser schöne Zufall mit Frau Dr. Anderl, Sibylle Anderl, die uns hier als Fachfrau, als Astrophysikerin, aber auch als Philosophin, Wissenschaftsjournalistin heute Abend aushilft sozusagen. Wir sind ja Laien im Feld des Universums und sie leitet das Ressort Natur und Wissenschaft bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Also das kann ganz spannend werden, glaube ich, mit uns dreien. Ich bin aber mehr die Stichwortgeberin und gar nicht und die Moderatorin. Ja, überall von Punkthelligkeiten und Turbulenzmustern heißt der schöne Untertitel. Ja, das sind schon solche Wörter, mit denen wir wahrscheinlich gar nicht viel anfangen können, aber die klingen schon so, ja, wie Magie oder wie Poesie oder geheimnisvoll. Und so gibt es auch viele Titel in der Ausstellung. Was aber sehr konkret ist heute Abend, und das ist eine ganz interessante Koinzidenz, dass Teleskop, das Space-Teleskop James Webb, haben Sie davon gehört? Das ist jetzt gerade in diesen Tagen, das haben Sie am ersten Feiertag, am ersten Weihnachtsfeiertag ins All geschossen, das ist jetzt gerade, während Nana aufgebaut hat, irgendwie bei Lagrange gelandet. Frau Anderl, wollen Sie uns mal erklären, was das auf sich hat? Ja, das ist tatsächlich eine sehr schöne zeitliche Koinzidenz, denn das ist eines der spannendsten Raumfahrt- und Astrophysikprojekte, die wir derzeit beobachten können. Das James Webb Space Telescope, das ist ein Projekt, das schon in den 90er Jahren angedacht wurde. Vielleicht erinnern sich noch manche, in den 90er Jahren wurde das Hubble Space Telescope gestartet. Das kennen alle, weil es diese wahnsinnig schönen Bilder zu uns schickt, schon seit vielen, vielen Jahren. Damals, als das Hubble Space Telescope gestartet wurde, war aber schon klar, es wird nicht ausreichen. Wir werden nicht bis zu den ersten Sternen schauen können. Also zu den ersten Sternen, die nach dem Urknall entstanden sind. Also brauchen wir noch ein besseres Teleskop. Und da hat man dann Jahrzehnte dran gearbeitet und das ist jetzt das James Webb Space Telescope, das, genau wie gerade berichtet wurde, am ersten Weihnachtstag gestartet wurde. Eine unglaublich komplexe Technologie, wo man eigentlich sagen würde, es kann gar nicht funktionieren, denn es hat einen 6,5 Meter großen Spiegel und ein Wärmeschild, das so groß ist wie ein Tennisplatz, 5 Schichten. Kann man sich jetzt vorstellen, wenn man so ein Teleskop in eine Rakete reinbringen möchte, eine Rakete ist ja relativ klein, muss man es falten. Und dann muss man es aber im All wieder auseinanderfalten. Also eine ganz komplexe Origami-Technologie. Und ja, Astrophysiker und aber eigentlich auch Menschen aller Berufe, denke ich mal, auf der ganzen Welt haben seit Weihnachten gezittert, ob es wirklich funktioniert. Und jetzt ist es am Montag am Lagrange-Punkt 2 angekommen, 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Das ist so knapp 4-mal so weit, wie der Mond von der Erde entfernt ist. Das ist ein sehr praktischer Punkt für Teleskope, weil da das Teleskop sozusagen immer hinter der Erde von der Sonne aus gesehen mitläuft und von da kann man wunderbar ins All gucken und wir freuen uns sehr, dass uns jetzt in den nächsten Jahren und Jahrzehnten wahrscheinlich viele, viele tolle Entdeckungen bevorstehen und schöne Bilder, womit wir jetzt natürlich dann gleich die Überleitung zu dieser Ausstellung haben. Genau. Ich weiß auch, dass Nanne Meyer das ganz gespannt verfolgt hat die ganze Zeit und nicht nur jetzt, sondern schon seit nicht nur für diese Ausstellung mit sich mit dem Universum beschäftigt, sondern schon dann so seit vielen Jahren und Jahrzehnten. Wie kam das oder warum ist das so? Ja, wir sind nun alle mal Menschen auf der Welt und im Universum. Es ist ja gar kein abwegiges Thema. Wir alle drehen uns hier weiter, während wir hier sprechen, ohne es zu merken. Und insofern ist es eigentlich etwas ganz Selbstverständliches, dass man sich mit der eigenen Existenz befasst und auch, was das eigentlich ist, auf so einer kleinen Erde, um die Welt, um die Sonne zu rasen. Wir vergessen das zum Glück auch immer wieder, aber das nicht zu vergessen, ist auch was ganz Wichtiges, weil es einen immer wieder auf die wesentliche Frage des Lebens auch zurückwirft. Und nicht nur, dass man nicht nur in den Funktionen des Alltags eigentlich untergeht. Und jetzt gerade, wo wir auch von den Bildern des James Webb-Teleskops gesprochen haben, dass die ja wirklich wieder faszinierend sein werden, es sind ja eigentlich Daten, die interpretiert werden, wie auch jetzt vom Hubble-Teleskop und die kein menschliches Auge jemals gesehen hat. Das ist ja der große Unterschied zu den ganzen Forschern, die davor lagen, die ja noch durch ein Fernglas von der Erde aus geschaut haben und gezeichnet haben, wie der Mond zum Beispiel, wie die Oberfläche ist.
Und ich, die mich diese Fragestellungen so umgetrieben haben, eigentlich seit der Kindheit, mir war es auch wichtig, überhaupt keine Konkurrenz aufzunehmen mit dem, wozu ich mich auch gar nicht verhalten kann, zu dieser großartigen Technologie, die die Wissenschaft heute zur Verfügung stellt, sondern einfach ganz analog als Mensch mit Augen und mit Händen, mit begrenzten Mitteln Bilder herstellt zu den Überlegungen, was heißt das eigentlich, in diesem Universum zu sein. Und ich bin keine Wissenschaftlerin, sondern Künstlerin und kann natürlich nichts beantworten, sondern nur Anstöße geben und auch mir ein Gegenüber schaffen, wo ich denke, so eine Art von Befindlichkeit, die stimmt für mich, die jetzt diese Zeichnung hat. Und das stimmt nicht notwendigerweise damit überein, was die großartige Meisterzeichnung ist. Man muss auch manchmal den Mut haben, etwas sehr Wackeliges oder Sonderbares zu zeichnen, weil das dann eigentlich diesem Weltgefühl viel mehr entspricht, als dass man sagt, ja, jetzt muss ich da eine beeindruckende Zeichnung liefern. Das geht nicht um Beeindruckung, sondern um eine Nähe zu diesem Empfinden, sich in diesem gigantischen Universum als winziger Mensch aufzuhalten, wenn man auch die Zeitläufe bedenkt, die im Universum wirksam sind, da ist ja so ein Menschenleben eigentlich ein Lidschlag. Und das ist alles so unbegreiflich und ich versuche, mir diese Unbegreiflichkeit etwas ranzuholen in meinen eigenen Handlungsspielraum und Denkspielraum und auch in meine Wahrnehmungswelt, weil das, was die Wissenschaft eigentlich weiß und auch erforscht, das ist ja mit dem begrenzten Wahrnehmungssensorium, was wir haben, nicht zu fassen. Also für mich jedenfalls nicht. Ich verstehe auch fast nichts. Also nicht, dass man jetzt denkt, ich habe das alles verstanden. Ich habe ganz viel gelesen und auch einiges begriffen, aber das meiste natürlich nicht. Ne? Ja, das stimmt. Aber ich habe tatsächlich, wir sind auf das Buch schon zu sprechen gekommen hier. Das ist das Buch zur Ausstellung zum Thema Verstehen. Da ist ein tolles Zitat drin. Nein, Meyer hat neben den Abbildungen ihrer Werke großartige Zitate ausgesucht, die in dem Buch mitlaufen. Die werden auch in der Ausstellung Ihnen auffallen. Von ganz unterschiedlichen Quellen. Ich sage jetzt mal von Meister Eckhart bis einem Influencer, wie heißt der, Florian? Freistetter. Freistetter, genau. Aber was ich eigentlich sagen wollte ist, von wegen Begreifen und Verstehen, das fand ich so toll. Ich finde es nicht. Es steht im Buch, es ist ein Zitat, das Peinliche an der Physik ist, dass wir gar nicht wissen, was Zeit, Raum und Masse eigentlich ist. Also das hat aber jetzt keine Künstlerin und kein Künstler gesagt, sondern ich müsste jetzt blättern. Das hat bestimmt ein Physiker gesagt. Ein Physiker gesagt. Ein Physiker sind ja eigentlich auch sehr... Genau, Lars Gustafsson hat es gesagt. Also will sagen, auch die Fachleute, stehen davor, vor dem Unbegreiflichen. Es gibt Modelle, es sind Rechenmodelle, ne? Aber das Menschliche, das, was du gesagt hast, Vermögen, irgendwas zu erfassen von diesen Dimensionen, ist unzureichend. Kann man so sagen? Na, das ist ja gerade das Schöne, wenn man sich hier diese Ausstellung anguckt und wenn man auch hört, wie Nanne Meyer vorgeht in ihrem Arbeiten, da gibt es ganz, ganz viele Parallelen. Also es ist nicht so, dass das verschiedene Welten sind, verschiedene Kosmen, sondern auch die Wissenschaftler, die sind sich dessen bewusst, dass das Universum einfach, ja, sehr, sehr schwer nach menschlichen Maßstäben zu verstehen ist. Es ist auch nicht so, dass wir das alles anschaulich verstehen, geht ja auch gar nicht. Unser menschliches Denken, die Anschauung, die Art, wie wir ja unsere Wahrnehmung auch gedanklich einordnen, das ist alles natürlich an Alltagserfahrungen kalibriert. Und das Universum, das stimmt ja, es ist einfach in allen Dimensionen so viel größer als das, was wir Menschen kennen. Milliarden von Jahre, mit denen wir operieren, wenn wir über das Universum sprechen. Viele, viele Lichtjahre Entfernung, also schon alleine zum Zentrum unserer eigenen Galaxie, 26.000 Lichtjahre. Wenn damals die Steinzeitmenschen ein Raumschiff gebaut hätten und losgeflogen wären, wären sie heute erst im Zentrum unserer eigenen Galaxie angekommen. Und das ist nur eine von Milliarden anderen Galaxien. Also das sind Dimensionen, die man versuchen kann, sich mit solchen Vergleichen ein bisschen greifbar zu machen, aber wenn man ehrlich ist, so richtig greifbar werden sie halt trotzdem nicht.
Und auch was die wissenschaftliche Vorgehensweise angeht, es ist auch immer natürlich ein Suchen, ein Ausprobieren, das Suchen nach Mustern, nach Dingen, die man wiedererkennen kann. Und insofern ist das, was man hier sieht, eigentlich etwas, was sehr, sehr stark auf die philosophischen Grundlagen wissenschaftlicher Forschung auch verweist. Also dieses Wiedererkennen von Bekanntem oder dieses Sehen von Mustern, also wo man zum Beispiel als Astrophysiker, wenn wir da hinten diese Diagramme betrachten, wo man vielleicht so ein Hertzsprung-Russell-Diagramm sehen würde, also ein sehr bekanntes Diagramm aus der Astrophysik und dann schon denkt, ach, da kenne ich was, da erkenne ich was wieder, aber dann sieht man das nächste daneben und ist wieder völlig irritiert. Und diese ständige Irritation, dieses Wechseln aus Bekanntem und völlig Unbekanntem, das ist, glaube ich, das, was in der Astrophysik, in der Wissenschaft allgemein sehr inspirierend wirkt und was hier wunderbar in all diesen Bildern und Werken zum Ausdruck kommt und ich glaube auch Nichtwissenschaftler so ein bisschen vor Augen führt, wie es ist, sich mit Daten und mit Beobachtungen im Universum auseinanderzusetzen und zu versuchen, zu einem Verständnis zu kommen. Nur als Künstlerin hat man natürlich das Glück, dass wenn man Dinge verwirft oder merkt, das ist hier, ich bin hier auf dem Holzpfad, dass es nicht solche Konsequenzen hat. Es hat nicht viel Geld gekostet, außer der Zeit und dem Raum, in dem ich arbeite. Und keiner merkt es. Ne? Also, das ist die Freiheit im künstlerischen Schaffen. Also das hat Vor- und Nachteile. Auf der einen Seite sieht es keiner und auf der anderen Seite ist man aber relativ frei. Wobei man natürlich gleichzeitig sagen muss, wir Astrophysiker haben da auch vergleichsweise viel Freiheiten. Also wenn man jetzt zum Beispiel als Kernphysiker für die Konstruktion eines Atomkraftwerkes verantwortlich ist, dann wird man im Zweifel noch mal häufiger nachrechnen, als wenn ich bestimme, wie viel Grad es in einem 1000 Lichtjahre entfernten Nebel in einem bestimmten Gas sind. Also insofern, es ist bei uns so eine Mischung. Natürlich sind das die ganz großen Fragen, die alle Menschen interessieren, weil alle schon diesen Blick in den Himmel erkannt haben, kennen, sich diese großen Fragen gestellt haben, was ist da draußen, was ist unsere Position in dem allen. Insofern hat es eine Relevanz für alle, aber es hat keine Alltagsrelevanz. Und das ist natürlich auch ein Stück weit entlastend. Man muss sich als Astrophysiker vielleicht ähnlich wie Künstler gleichzeitig immer wieder rechtfertigen dafür. Warum geben wir eigentlich dafür Geld aus, so ein teures Teleskop ins All zu schicken? Es bringt doch niemandem was. Aber es ist interessant, weil es uns, glaube ich, gleichzeitig sehr, sehr viel über uns als Menschen sagt, was uns ausmacht und warum wir trotzdem diese Fragen verfolgen und für sowas wie Kunst oder für Astrophysik Geld ausgeben. Es ist also tatsächlich so, dass da nicht zwei riesige Disziplinen aufeinander knallen, sondern dass es wirklich, das ist mir so auch klar geworden im Prozess der Vorbereitung dieser Ausstellung, da gibt es ähnliches Arbeiten, dieses Herumprobieren und auch ein bisschen spielerisch, vielleicht experimentell an Dinge rangehen. Da gibt es manches, was vergleichbar ist. Du, Frau Meyer hat gesagt vorhin, mit ihren begrenzten Mitteln. Ja, es ist Zeichnung, aber ich finde die Mittel sehr einfallsreich, originell. Es gibt gar nicht nur dieses klassische Zeichnen, sondern wenn man sich umguckt, dann findet man es gibt Collagen, viele Fundstücke, die da in die Kunst Eingang finden. Also ich finde eher, dass es vielgestaltig ist und ich staune auch, was alles verarbeitet wird. Oft steht dann bei den Objektschildern Makulaturpapier, will sagen, das sind Umlaufmappen aus dem Büro, es sind Karteikarten, es sind Atlanten, also Blätter aus Landkarten, die dann weiterverarbeitet werden. Ist es eigentlich, das ist durchgängig bei Ihnen im Arbeiten, ne? Das hat nicht jetzt universumspezifische Gründe. Ja, das ist eigentlich durchgehend, dass man, wenn man sich mit dem Verhältnis zur Welt grundsätzlich auseinandersetzt, also nicht nur jetzt in dieser Ausstellung, dann nehme ich auch die Dinge aus der Welt. Einmal mit meinen Augen, was ich sehe, ich gehe ja normalerweise vom Sichtbaren aus, und von dem, was da ist. Also das sind dann eben auch Alltagsmaterialien. Und das können auch solche Sachen sein, wie da hinten bei dieser Tellerrotation, dieser runden Arbeit, die da hängt, da kam, habe ich eben aus Versehen dieses Küchenschwämmchen in der Spülmaschine ist da gelandet. Und dann schwebte doch beim Herausnehmen dieses Schwämmchen senkrecht auf dem Tellerrand. Das war irgendwie, hatte sich damit verbunden, war festgeklebt durch die Wärme. Und das war irgendwie, da dachte ich, der Gruß aus dem Kosmos. Ich nahm das raus
Und das war plötzlich da. Und das ist so, es hat ja immer mit der eigenen Wahrnehmung zu tun. Also so Zufälle sind ja auch ganz wichtig, auch bei der Entstehung im Universum. Und die treffen immer auf etwas Vorbereitetes. Man muss sie erkennen. Der Zufall trifft immer auf einen vorbereiteten Geist. Jetzt bin ich gerade im Universumsdenken drin. Dann kommt natürlich dieser Gruß wie gerufen. Andere Leute passiert das vielleicht auch. Kein Gruß aus dem Universum. Also man muss das eben erkennen immer. Und man muss es auch weiter treiben. Ne? Jetzt hat man ja so eine ganze... Ja, habe ich das eben mit dem Handy Orbit abfotografiert. Das sind ja ganz einfache Mittel auch wieder. Und dann rein in den Drucker. Und dann hat man die Vorlagen und dann geht es weiter. Da muss man natürlich noch eine Form entwickeln und so. Genau. Aber so ist das nur so als kleines Beispiel für dieses eigentlich immer damit beschäftigt sein. Und dann kommen auch einem viele Dinge einfach entgegen. Mhm. Das ist irgendwie gar nichts Großartiges, sondern das ist dann auch Alltag. Ne? Mhm. Und das Universum, das zeigt sich ja auch eben im Alltag, finde ich. Also wir gucken ja auch in die Sterne und dann sieht man wieder diese überall, wenn kleine perforierte Papiere sind, überall sieht man dann Sterne. Also es ist, es ist unendlich, ne? Wie das Universum auch. Ja, das ist so. Man guckt nach oben, ja, stimmt. Ich habe gelesen in der Vorbereitung, ich glaube, es sind 19.000 Meteoritenteile, die im Jahr auf die Erde fallen, die mindestens 100 Gramm wiegen, also so viel wie eine Tafel Schokolade. Das heißt, wir sind eigentlich immer sowieso mittendrin. Ne? Wir sind gar nicht hier und dort ist das Weltall, sondern natürlich ist das alles, findet hier auch statt. Ich finde das auch sehr, sehr aufregend. Die Tellerrotation ist was sehr Humorvolles, Tolles, und gerade daneben hängt der freie Fall. Also 6 großformatige Zeichnungen, die, wenn die Tellerrotation ein bisschen ein Lächeln auslöst, glaube ich, einen anderen Aspekt nochmal aufmachen. Also in diesem schwarzen Kosmos viele weiße, angedeutete, schemenhafte Wesen. Meine erste Assoziation war natürlich hier jüngstes Gericht, die Seelen, die einen steigen und die anderen müssen fallen. Aber jetzt, wo ich die Arbeit im Original öfter sehe, habe ich das nicht mehr. Also ist es eine ganz andere Assoziation, nämlich eher dieses Kommen und Gehen, dieses Ständige. Mögen Sie dazu was sagen beim freien Fall? Ja, es ist eigentlich diese kurze Zeit auch, die menschliche Wesen oder lebende Wesen auf dem Planeten verbringen. Das ist eigentlich, wie die entstehen. Ich nehme eben weiße, wasserlösliche Farbe, Gouache, mit dem Pinsel und dann durch die Bewegung entstehen diese Wesen ganz schnell. Also die denke ich mir nicht aus. Die kommen dann zu mir und ich muss dann noch hier und da ein bisschen was betonen. Dann sind die fertig und das ist praktisch wie so eine Analogie zu diesem kurzen Entstehungsprozess. Und dann ist da irgendwas. Ich brüte da nicht, was könnte ich mir da jetzt mal ausdenken. Und darum sind die für mich eigentlich interessant, weil die auch so aufleuchten durch eine Handlung, durch eine Bewegung und nicht ausgedacht werden. Also es hat was ganz viel mit Bewegung zu tun, wie die entstehen. Und insofern hat es was auch wieder mit dem Universum zu tun, weil das entsteht doch auch durch Bewegung. Oder also durch die Schwerkraft natürlich, aber die hat doch was mit Bewegung zu tun. Oder wie geht das? Also Bewegung ist natürlich sehr zentral. Das ist interessant, freier Fall ist ja dann genau ohne Schwerkraft. Ich meine, dieses in die Welt geworfen sein, wo ganz viel Zufall eine Rolle spielt, das ist natürlich was uns sehr stark ausmacht. Ich finde es so schön, dass der Mensch oder wir als Mensch in unserer Eigenart, dass das hier überall so eine starke Rolle spielt. Denn als Astrophysiker ist man ja eigentlich dazu verpflichtet, das auszuklammern. Gleichzeitig kann man es natürlich nicht. Denn, das hatte ich ja gerade schon erwähnt, ich glaube, es gibt keine physikalische Disziplin, die so stark mit uns Menschen verbunden ist. Schon allein dadurch, dass es ja die älteste Wissenschaft ist, dass die Astrophysik oder die Astronomie, wie sie früher genannt wurde, als es nur um die Beschreibung des Himmels ging, weil die einfach natürlich so stark durch Theologie, durch Philosophie, auch durch Kunst, durch Musik, durch zeichnerische Elemente, Galileo Galilei zum Beispiel hat ja nun wirklich, hätte wahrscheinlich einen anderen Einfluss gehabt, wenn er nicht ganz so gut gezeichnet hätte. Also sein Siderius Nuncius hat ja nun auch dadurch einfach so eine große Überzeugungskraft gehabt, dass er diese zeichnerische Ausbildung hatte. Also insofern ist die Astrophysik eine Disziplin, wo ganz, ganz viele menschliche Aktivitäten zusammenkommen. Und heutzutage ist es ja eine eher künstliche Trennung, dass man sagt,
Astrophysik, das ist Beobachtung, wir haben Teleskope, wir rechnen Modelle, da ist ganz viel Mathematik wichtig, Chemie spielt da eine Rolle, aber dieses ganze Kulturelle, von dem sehen wir mal ab. Und dass das eigentlich gar nicht so richtig funktioniert, das merkt man, sobald man in den Kontakt mit der Öffentlichkeit kommt, weil dann diese ganzen Fragen auftauchen. Wie ist die Verbindung zu uns Menschen? Wie können wir überhaupt unsere Existenz verstehen? In so einem unwahrscheinlichen Universum, das anscheinend genau so beschaffen ist, dass wir Menschen überhaupt entstehen konnten. Und dieses Werk, Der freie Fall, finde ich, der wirft einen wirklich nochmal schön auf diese sehr eingeschränkte Position von uns Menschen zurück, dass wir nur so kurz Zeit haben, überhaupt zu verstehen, wie das Universum, wie der Kosmos um uns herum funktioniert und dass das überhaupt funktioniert, dass wir dieses Verständnis bekommen. Es ist ja auch schon einfach unfassbar und unvorstellbar. Es könnte ja auch sein, dass ich herausgestellt hätte, wir Menschen, wir haben so einen eingeschränkten Geist, so ein eingeschränktes Verständnis von der Welt, dass wir am Universum scheitern. Aber wir haben heutzutage ein kosmologisches Modell, das erstaunlich gut funktioniert. Wir können sagen, vor 13,8 Milliarden Jahren gab es einen Urknall. Wir können ziemlich genau erzählen, was seitdem passiert ist. Das Modell hat auch massive Lücken. Vielleicht kommen wir darauf noch. Aber trotzdem muss man erstmal feststellen, es ist erstaunlich, was wir Menschen mit unserem Geist, obwohl wir hier auf dieser sehr speziellen, in dieser sehr speziellen Erdumgebung uns entwickelt haben, sind wir in der Lage, das Universum zu verstehen. Aber kann ich noch mal was fragen? Ja. Wir sehen ja auf eine ganz spezielle Weise, ne? Also als Menschen. Also das Sehen ist mir ja immer sehr wichtig, daraus entwickle ich ja auch viel. Aber ich sehe ja keine zum Beispiel Röntgenstrahlen. Also es hätte ja auch sein können, sage ich mal so, dass wir Röntgenblick hätten, also Röntgenaugen und da andere Dinge sehen. Und im Universum gibt es ja ganz unterschiedliche Sichtweisen durch die Strahlung auch, die Unterschiedliches sichtbar machen oder auch nicht. Und das ist immer meine Frage. Es gibt doch gar nicht dieses eine Universum, das so oder so aussieht, sondern ich habe diese Augen, damit sehe ich, aber das ist ja gar nicht das Universum. Oder können Sie das nochmal erklären? Das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich hatte gerade schon gesagt, Astronomie nennt man meistens so das, man guckt mit den Augen oder mit Teleskopen zum Himmel, das, was man in optischer Strahlung wahrnimmt. Dann hat man aber das Spektrum ja immer größer aufgeweitet. Man hat angefangen, Radiowellen zu empfangen, Anfang des vergangenen Jahrhunderts. Dann, als man Satelliten bauen konnte, konnte man Röntgenstrahlung empfangen, Infrarotstrahlung. Das heißt, mittlerweile können wir das gesamte Spektrum elektromagnetischer Strahlung hier auf der Erde empfangen. Und jedes Fenster ins Universum, jedes Wellenlängenfenster erzählt uns etwas anderes. Immer sieht es anders aus, das Universum, und immer können wir andere Informationen daraus extrahieren. Dann gibt es ja noch Neutrinos. Also es ist nicht so mit den, nicht nur, dass die Meteoriten hier auf der Erde landen, sondern wir werden ja ständig von Neutrinos durchflogen, die uns nichts tun. Mhm. Aber diese ganzen hochenergetischen Teilchen, die permanent aus dem Universum auf uns einprasseln, auch die können wir natürlich nutzen und daraus Dinge lernen. Und das ist das, was heute die Astrophysik so spannend macht, dass wir all diese verschiedenen Informationsquellen haben, dass uns damit sehr viel mehr Information zur Verfügung steht als allen Menschen vor uns. Jetzt vor einigen Jahren ja zum ersten Mal auch die Gravitationswellen. Das war sozusagen noch der letzte Informationsträger, der uns noch fehlte in unserer Sammlung. Und das ist das, was man als Astrophysiker macht, dass man versucht, all diese Informationen zu kombinieren. Also zum Beispiel optische Strahlung, das, was wir mit den Augen sehen können, das gibt uns Informationen über sehr heiße, energiereiche Prozesse. Wenn wir Radiowellen empfangen, dann ist es das kalte Universum, also Gaswolken, da wo die Sterne entstehen. Und so kann man sich immer überlegen, was möchte ich jetzt gerade für eine Frage beantworten und welche Wellenlängen brauche ich dafür. Mhm. Aber gleichzeitig, und da kommen wir jetzt wieder zurück zu Ihrer Arbeit, natürlich müssen wir es immer wieder in etwas zurückübersetzen, was wir wahrnehmen können, was wir sehen können, also indem wir Diagramme erstellen, indem wir das Ganze in optische Wellenlängen zurückübersetzen, denn wir als Menschen müssen ja mit unseren eigenen Sinnen wieder einen Zugang bekommen. Und das ist auch ein interessantes Phänomen, wie diese Übersetzung funktioniert und welche Annahmen in diese Übersetzung eingehen und ja, wie stark wir Menschen als visuelle Wesen vielleicht dann auch schon allein durch diese Herangehensweise das mitprägen, was wir überhaupt erkennen können. Und das ist ja dieser Eingangssatz, den müsste ich jetzt ablesen, um ihn nicht falsch wiederzugeben, aber dass die Bedingungen geschaffen werden sollen, genau, das Unerwartete zu sehen. Ja, etwas, womit man nicht gerechnet hat. Nicht? Bedingungen schaffen, damit etwas entstehen kann, womit man nicht gerechnet hat. Das habe ich dem Buch vorangestellt. Genau. Und das ist es eigentlich, was
was auch so süchtig macht. Also wenn ich schon vorher alles weiß und kann und einfach sage, ja, das kann ich gut, das mache ich jetzt noch mal ein bisschen anders und so, ja, da habe ich ja nun nichts von. Sondern dieses Bedingungen schaffen, damit wirklich etwas entsteht, was ich nicht kenne und wo ich irgendwie mir einen Weg bahnen muss. Ne? Was könnte das werden, was könnte das sein? Oder selbst wenn es vielleicht in so eine komische Sackgasse geht, aber egal, irgendwie auch das ist eine Erfahrung wert. Ne? Da bin ich, also ich komme in jedem Fall voran. Ne? Auch wenn ich es in Papierkorb donner, habe ich auch eine Erfahrung gemacht. Ja, und das ist die große Stärke der Kunst, dass sie eben diese Freiheit hat und rumspielen kann. Das ist gleichzeitig die Gefahr für die Wissenschaft, dass man manchmal vielleicht schon zu sehr weiß, was man sucht, was man sehen will. Und da dann ab und zu noch mal so ein bisschen durchgerüttelt zu werden von einer wilden künstlerischen Perspektive, die sagt, vielleicht bist du ja einfach eingeschränkt, vielleicht bist du blind manchen Dingen gegenüber, guck doch einfach mal ganz anders auf einen Schwamm, der sich an einem Teller festgeklebt hat. Das ist eigentlich genau das, was man in der Wissenschaft auch braucht, diese Form von Kreativität und einfach Grenzen auch zu überwinden. Und da läuft die moderne Wissenschaft mit ihrer sehr durchorganisierten wissenschaftlichen Organisation immer auch Gefahr, sich da zu sehr einzuschränken. Ja, jetzt haben wir ein bisschen über die visuellen Phänomene gesprochen in der Kunst von Anne Meyer. Es gibt aber auch ganz viele tolle Texte. Einerseits Texte, die sie aufspürt, die zum Beispiel hier an der Wand auch zum Teil, ne, das sind glaube ich jetzt nur 10 oder 12 Zitate von ganz vielen, die gesammelt wurden. Und ich beobachte auch so eine besondere Liebe, wenn das poetisch wird. Also es gibt dieses wirklich schöne Zitat auch wieder von Florian Freistetter, auch ein Kollege, ne, ein Junger, der auch YouTuber ist. Alle Menschen bestehen aus Sternenstaub. Ich meine, wie schön ist das? Und vor allem, es ist ja auch noch richtig. Es ist nicht nur ein unfassbar poetischer Satz, wo man denkt, ja, das ist doch jetzt mal herzerwärmend. Nein, man kann das so sagen. Ne? Genau, also das ist sozusagen eine Standardwahrheit, weil alle schweren Elemente aus dem Inneren von Sternen kommen. Also das Universum war ja am Anfang nur von Wasserstoff und ein bisschen Helium gefüllt und alles, was darüber hinausgeht, das musste in Sternen erbrütet werden. Und alle, die Eheringe aus Gold tragen zum Beispiel, die haben dieses Gold aus Kollisionen von Neutronensternen. Also das, was sie so mit uns rumtragen, das hat eine ganz wahnsinnig spannende und teilweise auch sehr gewaltsame kosmische Vergangenheit. Das macht man sich immer gar nicht so bewusst. Das haben wir uns überhaupt nicht bewusst gemacht bisher. Also finde ich, das ist echt aufregend. Ja, aber das sowas ist, aufregend. Ist wirklich aufregend, weil sowas lese ich dann in diesen ganzen Berichten oder auch im Internet und so weiter. Man kommt aus dem Staunen nicht heraus und dann sitzt man da wieder mit seinen kleinen Papieren und seiner Hand und seinen und muss da erstmal wieder zu sich finden. Also aus diesen ganzen wirklich wahnsinnigen Forschungen und Gedanken, das kann man ja gar nicht fassen. Also das fand ich oft schwer. Also dieses sich informieren, wissen wollen, da fliegt man ja sonst wohin. Und dann kommt man ja von einem zum nächsten. Das ist ja nun nicht, das ist ja endlos. Endlos, endlos, endlos. Und dann kommt man wieder zurück auf so einen Tisch mit Papieren und so einem kleinen Bleistift oder was man hat und muss dann wieder loslegen. Ne? Also jedenfalls, oder da sind ja immer Impulse, die dann bleiben. Und das ist interessant eigentlich im künstlerischen Prozess. Welche Impulse leiten mich dann, wieder so eine Zeichnung anzufangen? Manches bleibt ganz stumm. Das ist genauso interessant, aber bei mir bleibt das ganz stumm. Und anderes gerät dann in Bewegung. Ne? Also was affiziert einen eigentlich? Ne? Das weiß man nicht, warum. Das finde ich auch immer interessant. Stimmt. Jetzt haben Sie ja beschrieben, man ist dann wieder auf dem Schreibtisch mit dem Bleistift. Es gibt auch einen Text von Anne Meyer, ganz kurze 3 Sätze, wo es dann darum geht, dass die Sonne aber, die unfassbar weit entfernt ist, auf den Schreibtisch trotzdem fällt, vielleicht sogar so stark, dass die Zeichnung weg ist vor lauter Licht und weil das so hell ist, das kennen wir, das haben wir alle schon erlebt. Über sowas wird dann auch oder reflektiert, das finde ich echt beeindruckend. Ja, das ist ja eine alltägliche Erfahrung, die kennt ja jeder, dass die Sonne auf dem Tisch oder auch selbst Tischtuchmuster oder so sind weg, wenn jemand, der Mittag isst oder so, sieht das hier auch, dass die Sonne nicht nur etwas sichtbar macht, sondern auch wieder unsichtbar macht und das ist doch auch unglaublich. Mhm. Naja, und damit ist man dann auch unterwegs, ne, mit solchen Gedanken. Und auch, die sieht man ja, das sieht man ja. Ne? Das, und die Sonne ist so weit weg, ich weiß nicht, das braucht Licht, braucht glaube ich 8 Minuten, bis es da von der Sonne auf dem Tisch überhaupt ankommt. Ne?
Ist ja auch ungeheuerlich. Ja. Wir hatten schon über die Punkthelligkeiten und die Turbulenzmuster, aber es gibt auch noch andere sehr interessante Begriffe, wie die Gammablitze und die braunen Zwerge und die Geisterkrater und das kosmische Ei und die Mondknoten, alles Begriffe aus der Astrophysik, wo man denkt, es ist irgendwie aus einer Märchenwelt, oder bei den Mondknoten denke ich auch an Becker, ehrlich gesagt, aber das sind Begriffe, die inspirieren Kunst, aber auch umgekehrt. Ne? Es gibt auch den anderen Weg, ne? Dass Frau Meyer etwas zeichnet und das kriegt dann aber auch einen kuriosen Namen. Ne? Ist das sehr inspirierend, also solche Begriffe dann? Natürlich, also wie ich schon sagte, was ist das, das kennt ja jeder, wo hält man inne, worüber staunt man, wundert sich, das kann ein Begriff sein, ein Wort sein oder auch ein visueller Anlass. Mhm. Und es gibt ja unendlich viel, also man kann ja nicht man kommt ja nicht weiter, wenn man sich über alles verwundert, das geht ja nicht, sondern das gibt ja wirklich stärkere Impulse und bei dem bleibt man, das kann natürlich ein Wort sein oder ein Begriff und das macht mir auch manchmal Freude, den einfach ganz frei aufzunehmen und erstmal gar nicht nachzulesen, was das eigentlich ist, ne? Sondern der hat einfach auch eine große Anziehungskraft oder auch Strahlkraft oder eine Bildlichkeit und da setze ich dann erstmal an und dann fange ich irgendwann unterwegs an zu lesen und dann ist da natürlich eine riesige Diskrepanz, manchmal auch eine kleinere, aber ja, das, dann kann man gucken, versucht man eine Annäherung in der Zeichnung zwischen Wissen und Assoziation oder lässt man es einfach bleiben? Ne? Aber das ist das, was mir auch bei vielen Begriffsspielen so gefällt. Sehr wahnsinnig humorvoll an vielen Stellen, wo man einfach schmunzeln muss und dann auch denkt, naja, in der Richtung habe ich es eigentlich auch noch nicht gesehen. Zum Beispiel, dass Schöpfung und Erschöpfung so nah beieinander liegen. Oder Welt und Tisch, also die große Welt. Und dann ist man da wieder mit dem Tisch plötzlich und denkt sich, wie passt das eigentlich zusammen? Dieses Humorvolle, das finde ich ganz toll bei dem Thema, weil ja nun Humor etwas ist, was Respektlosigkeit zum Ausdruck bringt und ja auch dieses Einschüchternde, dass das ja das Universum in seiner Größe und in seiner Unfassbarkeit hat, wunderbar überbrücken kann. Und insofern finde ich, ist dieser Humoraspekt hier ganz, ganz wichtig, zu sagen, okay, das Universum ist zwar so groß und ich habe da auch als Mensch erstmal wenig Anknüpfungspunkte, aber ich finde trotzdem sehr, sehr viel humorvoll einfach nennenswert. Und das ist was in der Wissenschaft vielleicht manchmal sogar ein bisschen zu kurz kommt, was aber ein ganz, ganz wichtiges Mittel, finde ich, der Annäherung ist an sowas Unbegreifliches wie das Universum. Ja, anders schafft man das ja nicht. Ne? Also sowieso das Leben, da braucht man ja ein bisschen Humor. Ich glaube, jeder Mensch. Ne? Und beim Universum erst recht. Also. Ja. Ich würde sagen, der Umgang ist respektvoll und dann respektlos auch, beides. Jetzt hatten wir Schöpfung und Erschöpfung. Ich glaube, man kann natürlich nicht über das Universum sprechen, ohne irgendwann an den Punkt zu kommen, zu fragen, ja, ist denn jetzt alles irgendwie ein großer Zufall oder ist das alles, wie erklären wir uns das, gibt es da auch höhere Mächte, den ersten Beweger sozusagen. Mich würde mal interessieren, es gibt ja durchaus Naturwissenschaftler, die am Ende ihres Lebens auch so ein bisschen am Ende ihrer Erkenntnis waren, im Sinne von, ich kapituliere, aber ich gehe davon aus, ich muss davon ausgehen, ich hätte ein Einstein-Zitat dabei, dass da nicht nur eine Ordnung herrscht, sondern dass die nicht durch Zufall entstanden ist, diese Struktur, diese Ordnung. Wie ist denn das bei den Kollegen? Das würde mich echt interessieren. Oder reden die nicht darüber oder spricht man da doch mal davon? Naja, es ist natürlich sehr unterschiedlich und hängt wahnsinnig von der persönlichen Prägung ab. Ich meine, grundsätzlich ist es natürlich so, es ist erstaunlich, dass es all diese Muster, die Naturgesetze gibt, dass die auch noch schön sind. Das könnte ja alles ganz hässlich sein. Einsteins Relativitätstheorie zum Beispiel, wunderschöne Gleichung, funktioniert bisher wunderbar. Müsste so nicht sein. Und dann fragt man sich natürlich, warum ist das so? Und Einstein hat es dann ja schon dahin gebracht, dass er gesagt hat, das führt mich zu so einer kosmischen Religiosität. Da muss irgendjemand dahinter stecken. Also unabhängig von allen etablierten Religionen, aber es ist etwas, was mir der Kosmos irgendwie mitteilt. Insofern ist es, glaube ich, schon durchaus naheliegend, dass man sowas entwickelt. Zusätzlich, das hatte ich ja auch vorhin schon erwähnt, die Beobachtung, unser Universum ist sehr, sehr unwahrscheinlich gut
dafür geeignet, dass es uns Menschen beherbergt. Wenn nur so gewisse Parameter anders wären, wenn die Naturgesetze nur minimal anders wären, könnte es uns nicht geben. Da kann man jetzt ganz nüchtern sagen, naja, wenn es anders wäre, würde es uns nicht geben, könnten wir uns die Frage nicht stellen, fertig. Man kann aber auch sagen, okay, das finde ich trotzdem unbefriedigend. Da muss ich jetzt weiter überlegen. Und da kann man verschiedene Abzweige nehmen. Man kann entweder dann wirklich sagen, naja, es hat vielleicht dann irgendeine Art von Schöpfer gegeben. Oder man macht eine andere metaphysische Abzweigung, indem man sagt, ich überlege mir, es gibt einfach ganz viele Paralleluniversen. Es gibt alle Arten von Universen irgendwo. Und dann ist es auch nicht mehr so unwahrscheinlich, dass eins genauso ist wie unseres. Ob das jetzt weniger metaphysisch ist, als einen Schöpfer anzunehmen, da kann man drüber diskutieren. Aber die Frage stellt sich natürlich. Und dann kann man als Astrophysiker relativ lange, vielleicht weil man auch sowieso viel zu tun hat und sich mit anderen konkreten Fragen beschäftigt, sagen, naja, so diese Sinnfrage, das geht mich jetzt erstmal nichts an. Aber ich glaube, so irgendwann am Ende seines Lebens stellt sich die Frage dann doch. Und da muss man dann irgendwie einen Umgang damit finden. Und da ist dann ja das Schöne, dass die Astrophysik, die Kosmologie dann auch sehr, sehr stark mit der Philosophie wiederum zusammenkommt und an vielen Stellen wunderbar zusammenpasst. Und man sich dann auch die Frage stellen muss, naja, vielleicht haben wir Menschen da ja auch bestimmte Erkenntnisgrenzen. Was macht unseren Optimismus eigentlich so aus? Warum können wir davon ausgehen, dass wir alle Fragen letztendlich beantworten können? Wo sind die Erkenntnisgrenzen? Und wenn man die erstmal definiert hat, dann ist auch wieder Platz für anderes da. Aber ja. Kann ich noch mal was dazu fragen? Die dunkle Energie und die dunkle Materie, ne, davon sprachen wir ja auch schon mal, das ist ja etwas, was man nur über seine Wirkungsweisen kennt. Also da muss was sein, weil man bestimmte Phänomene, da ist ja etwas, wo man absolut nicht weiß, was das ist. Und das soll ja 95% des Universums ausmachen, also nicht gerade wenig, kann man ja sagen. Ne? Und wie, also das würde, also das kann man das natürlich unendlich, aber trotzdem, Wie sehen Sie das? Genau, das hatte ich vorhin. Ich hatte ja mich ein bisschen vorsichtig ausgedrückt, dass Einstein im Großen und Ganzen ganz gut funktioniert. Mhm. So, also was man macht ist, man nimmt Einstein, kombiniert ihn einfach gesagt mit den Beobachtungen vom Universum, die wir haben, und dann kommt ein kosmologisches Modell raus, was die Beobachtungen wunderbar beschreibt, aber den großen Nachteil hat, Nanne Meyer nannte es gerade, dass 95% dessen, was unser Universum füllt, Substanzen sind, die wir nicht verstehen. Dunkle Energie, dunkle Materie. Wir haben keine Ahnung, was es ist, wir wissen nur, wie es wirkt. Und wir können sagen, das, was wir verstehen, im Rahmen unserer physikalischen Theorien und all dem, was wir in unseren Laboren erforschen, das ist eben nur 5% dessen, was das Universum füllt. Das ist natürlich keine besonders tolle Bilanz, die einen sehr stolz machen kann als Physiker. Und insofern muss man sagen, aktuell in der Kosmologie gibt es schon sehr intensive Diskussionen, in welche Richtung man gucken kann und gucken soll. Denn man sucht nach Jahrzehnten, es ist schon seit Jahrzehnten nach den Ursprüngen der dunklen Materie. Also das ist das, was sozusagen noch ein bisschen greifbarer ist. Dunkle Materie ist einfach Materie, die zum Beispiel in unserer Galaxie existiert oder in Galaxienhaufen, die anderes anzieht. Daher weiß man, dass es das geben muss, aber man sieht es halt nicht und man kann es nicht nachweisen. Also insofern noch irgendwie handhabbar, und erstmal war der Optimismus groß, dass man gedacht hat, es ist einfach eine Materieform, die sehr schwer nachweisbar ist, die man aber im Prinzip in Beschleunigern zum Beispiel erzeugen könnte. Jetzt versucht man das schon seit Jahrzehnten und hat es nicht geschafft. Und das ist ganz spannend zu beobachten, wann der Optimismus, dass man es findet, dann vielleicht doch irgendwie langsam auch ein bisschen schwindet und dass man sich dann nach Alternativen umschaut. Also im Moment ist der Optimismus schon noch da, dass es grundsätzlich stimmen kann, dass wir einfach noch besser suchen müssen. Aber man muss natürlich schon auch immer sagen, wir wissen es nicht. Vielleicht ist auch das Modell falsch. Vielleicht hat Einstein doch auch seine Grenzen und wir müssen ein anderes kosmologisches Modell aufstellen. Und das ist das Schöne an der Kosmologie und wie gesagt auch gerade an der heutigen Zeit, dass da wahnsinnig große, massive, fundamentale, offene Fragen existieren, an denen wir dran sind, wo man sagen würde, wir sind in keiner schlechten Position. Wir haben tolle Teleskope, wir haben tolle Beobachtungsprogramme. Vielleicht werden wir in ein paar Jahren mehr wissen, aber wir wissen es einfach nicht. Und deshalb glaube ich, sind Kosmologen und auch die Teilchenphysiker, die hängen da ja mit dran, weil es ist ja eine unbekannte Art von Teilchen, gerade auch relativ, ja, haben schon einen Hang zur Bescheidenheit und zu sagen, ja, es gibt einfach viel, was wir noch nicht verstehen. Und die dunkle Energie, genau, sollte ich vielleicht auch noch dazu sagen, das ist halt das, was das Universum beschleunigt auseinandertreibt. Das ist was, was man beobachtet. Das Universum dehnt sich immer schneller aus. Und das kann man nur erklären, wenn es eine dunkle Energie gibt, die für diese beschleunigte Ausdehnung verantwortlich ist. Aber was das ist, wo sie herkommt,
Das weiß man genauso wenig. Und ja, vielleicht haben wir das Glück und wir werden es in ein paar Jahren erfahren, in welche Richtung das Ganze geht. Aber festzuhalten, ja, es gibt ein, wir sind in einer Phase, wo man auch durchaus auf neue Impulse, auf neues Denken, auf neue Sichtweisen vielleicht angewiesen ist. Und insofern ist es eine sehr, sehr spannende Zeit. Neue Sichtweisen, wie hier in der Ausstellung, würde ich sagen, ne? Also das sind ja doch echt auch andere Blicke auf dieses Phänomen, auf dieses naturwissenschaftliche Phänomen, finde ich. Wir hatten Humor, wir hatten Poesie, wir hatten auch dieses Staunen vor dem Unbegreiflichen. Nanne Meyer nutzt auch gerne historische Materialien oder auch mal ein Kinderbuch, wo dann schon mal versucht wurde, diese Phänomene zu erklären. Das hat, glaube ich, einen besonderen Charme für Sie, oder? Diese. Naja, darauf stößt man dann einfach. Ich suche eigentlich nicht nach solchen Dingen, dass ich denke, jetzt müsste ich mal so ein Kinderbuch finden oder so. Ja. Sondern das kennt ja jeder, wenn man mit einer Sache unterwegs ist, dann findet man es auch überall. Ne? Schon ja, schwupp ist, findet man so ein Kinderbuch, was man sonst nicht finden würde. Und jetzt auch übers Internet ist es ja sowieso einfach, auch Dinge wieder aufzustöbern. Also dieses Kinderbuch, worauf Sie anspielen, das ist dort hinten in Teilen ausgestellt. Das war ein Buch aus den 1910er, 11er, 12er Jahren aus England, The Great Ball on Which We Live und The Stars and Their Mysteries vom selben Autor. Und was daran so besonders war, der wiederholt sich natürlich ständig, weil er den Kindern das immer noch mal erklären kann. Da kommt dann auf einer Seite 12-mal Star vor oder 27-mal Sun und so. Und das ist natürlich schön, also wenn man dieses Insistieren auf bestimmte Worte so wirklich bereits vor sich hat und dann damit arbeiten kann. Nicht? Das fällt mir dann einfach auf, welche Worte werden immer wiederholt und was kann ich denn damit anfangen? Und da habe ich dann eben wieder so einen Sternenkosmos daraus entwickelt. Ja, das kommt dann zu mir, also es kommt ja sehr viel zu mir. Ich denke mir, also es wird ja immer gefragt, wie kommt man zu etwas, was erstmal nicht da ist. Da hat jeder Künstler, Künstlerin auch eine andere Zugangswelt. Also das ist sehr unterschiedlich. Und ich denke mir eigentlich nichts aus, sondern ich beginne und dann ist ja da eine Folie, die vorbereitet ist, womit ich mich gerade beschäftige. Und dann entstehen Dinge und entwickeln sich im Dialog auch. Das ist eigentlich auch wieder. Ich muss da rein, weil es so schön passt. Es kommt gerade was auf Sie zu, Frau Meyer. Es ist wirklich lustig. Im Stadtmuseum, das ist ja das angrenzende Haus hier, wird gerade die Bibliothek aktualisiert, nenne ich das mal. Und da wurden Dinge ausgetragen aus dem Inventar. Wirklich. Vor 2 Tagen. Ja, großartig. Ich schwöre. Und dann noch von Meyer. Ja. Von M.W. Meyer, der Mond. Ist das ein Ding? Vor 2 Tagen hat mir Linda Istanbul, unsere Kollegin an der Kasse, die war einfach aufmerksam und hat gesagt, das ist jetzt, das, entweder fliegt das jetzt weg oder so. Großartig. Ich war begeistert. Tolle Zeichnung. Und so kommt, so passiert das. Die Welt der Planeten. Dann habe ich auch noch zufällig mein Mond-T-Shirt heute an. Ja, ganz zufällig, ne? Also, toll. Ja, und ich fand es auch ganz wunderschön. Und ich würde mich auch dafür interessieren, wie ist es denn, wenn man heute so ein 100 Jahre altes Büchlein in die Hand bekommt? Hat man dann eher so dieses, oh, hoch, was die schon wussten, oder dieses, es ist zu lustig, was sich die Kollegen vor 100 Jahren ausgedacht haben, oder beides? Na, es ist ja schon immer beides. Also ja. Ich finde es einfach immer sehr, sehr spannend zu sehen, was von Ideen, die sich so wirklich über die Jahrhunderte entwickelt haben, dann auch heute noch wiederzufinden ist. Also es ist ja so, dass wir wirklich auch immer auf das aufsetzen, was die Menschen schon vorher gedacht und beschrieben haben. Gleichzeitig, ja, natürlich, also in der Astrophysik hat sich so viel getan in den vergangenen Jahrzehnten, dass da schon einfach sehr, sehr viele Dinge revidiert wurden. Aber wenn man jetzt nochmal weiter zurückgeht, wir hatten heute Morgen kurz darüber gesprochen, zu den antiken Griechen zum Beispiel. Das sind so Sachen, wo ich immer wieder denke, unglaublich, was damals die Menschen durch bloße Beobachtung des Himmels sich schon abgeleitet haben über die Himmelskörper. Also zum Beispiel Aristarch von Samos, der schon ein heliozentrisches Weltbild vertrat, der sich angeguckt hat, wenn man einen Halbmond hat, dann muss die Sonne ihn direkt von der Seite bescheinen. Daraus hat er dann abgeleitet, dass zwischen Erde, Mond und Sonne ein rechtwinkliges Dreieck herrschen muss. Dann hat er nur noch den Winkel messen müssen. Das war natürlich beliebig ungenau.
hat so ein bisschen seine ganze Methode dann, ja, zerstört seine Messung, aber konnte er trotzdem abschätzen und hat darüber dann die Abstände abschätzen können. Und das sind so Dinge, auf die würden wir heute wahrscheinlich gar nicht mehr kommen, weil wir einfach denken, das ist so weit von uns entfernt. Also ich wäre auf jeden Fall nicht darauf gekommen, mir solche Gedanken zu machen. Und dass sowas dann wirklich schon damals abgeleitet wurde, finde ich immer wieder unglaublich beeindruckend. Und da, wenn es dann bestimmte, ja, Umwege gab zu dem, was wir heute denken. Ich meine, das ist ja auch das Interessante, wenn man sich so ein bisschen mit Wissenschaftsgeschichte auseinandersetzt. In der Philosophie nennt man das pessimistische Meta-Induktion. Wie nennt man das? Pessimistische Meta-Induktion. Und das bedeutet, wenn wir uns die Wissenschaftsgeschichte angucken, dann war es ja eigentlich immer so, dass man sagen musste, das, was die Leute damals gedacht haben, das war ziemlich falsch. Und wir wissen es heute besser. Aber wenn wir jetzt induktiv schließen, dass heute jetzt auch nicht so eine andere Zeit ist als damals, also dass wir eigentlich keine Veranlassung haben zu denken, dass wir jetzt genau heute in dieser besonderen Zeit leben, wo wir plötzlich wissen, wie es wirklich ist, dann liegt der Schluss nahe, dass unsere Theorien heute auch nicht besonders gut sind. Und mich würde das wahnsinnig interessieren, was die Menschen in ein paar hundert Jahren über unsere Theorien denken, ob sie dann vielleicht auch die Bücher, die ich so geschrieben habe, sich angucken und denken, ach Mensch, was die Frau Annal da Naives geschrieben hat, das ist ja schon wirklich sehr bemerkenswert. Nicht unwahrscheinlich. Das ist ein tolles Buch, das habe ich gelesen zur Vorbereitung von Frau Annal. Und was mir super gut gefallen hat, dass relativ vorne in den ersten Seiten davon die Rede ist, dass die Fundamente zum Teil sehr löchrig sind, auf denen wir uns bewegen, dass man sich das eingesteht. Ich glaube, das kann fast nur eine Frau machen unter uns. Also wirklich zu sagen, ja, es sind Prämissen, so, ne? Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja, ich gucke einmal auf die Uhr, weil wir hatten gesagt eine Stunde und wir wollten dem Publikum auch Gelegenheit geben, an die Künstlerin zum Beispiel eine Frage zu richten, an die Expertin. Gibt es da brennende Ideen und Fragen? Ja, das kommt jetzt ein bisschen plötzlich, glaube ich, ne? Alle sind noch so, ja. Ja, das ist schwierig, ne? Das ist echt schwierig, ja. Dann, ja. Wir hatten ja eine Videokonferenz und da hatten Sie gesagt, ich brauche so dieses volle Risiko. Vielleicht können Sie da noch etwas sagen. Ja, also es gibt ja ganz unterschiedliche Annäherungen. Es gibt ja ganz unterschiedliche Annäherungen. Also es gibt auch Zeichnungen von mir, wo ich wenig Risiko, da weiß ich, das kommt gut aus, das kann ich, da ist eine Idee da und dann mache ich das. Aber das ist eigentlich nicht, das ist so ein bisschen langweilig. Man macht das dann eben, weil man das Ergebnis haben will. Die Arbeitsweisen, die ich gerne mache, die sind, wenn ich unterwegs bin, also auch wie wenn man auf einer Wanderung ist oder man weiß nicht genau, wie der Weg geht und man weiß auch nicht, was da rechts und links am Wege zu sehen ist. Man muss das sozusagen entdecken und das ist auch ein bisschen anstrengender, weil man kann auch scheitern, es kann auch irgendwie zu anstrengend werden oder zu langweilig. Und, aber so erfährt man Neues. Also wenn ich zum Beispiel, also mit diesen Linienzeichnungen, die da auf der Rückseite hängen, gegenüber von diesem freien Fall, da weiß ich, da geht es mir um das Kreisen im Universum und da weiß ich auch nicht, wie das auskommt. Keine Ahnung. Ich stehe dann mit diesem kleinen Bleistift vor so einem großen Blatt und da muss ich erstmal losrennen. Da muss ich irgendwie losrennen und da muss ich eine bestimmte Energie haben. Das hat ja immer was mit Energie zu tun, wie im Universum auch, ne? Ich stehe da mit meiner kleinen Menschenenergie im Universum mit der riesigen Energie. Und ja, und das ist immer, ich weiß nicht, was zum Schluss dabei rauskommt. Und es gibt natürlich auch Zeichnungen, die sind einfach grauenvoll. Die übertuscht man dann wieder, weil das Papier, man muss ja nachhaltig denken, das Papier kann man wieder gebrauchen und dann macht man was anderes damit. Oder wie bei diesen freien Fallwesen, die wirklich aus der Bewegung sich, ja, und das, da muss man reinkommen und dann, ja, auf die Intuition auch vertrauen, ne? Ja, wie die Wissenschaftler ja auch, müssen das auch. Also es ist einerseits auch, man weiß, was man tut, man kennt viel, auch seine Gerätschaften, seine Papiere und wie Materialien reagieren, man weiß auch viel, aber das meiste eben doch nicht. Und da muss man auf so eine Intuition vertrauen. Man kann das nicht alles absichern und erklären und vorher wissen, nee.
Ja, ist ja in der Tat in der Wissenschaft auch genauso eigentlich. Die spannendsten Experimente oder die spannendsten Projekte sind die, wo man eben nicht weiß, was man genau zu sehen oder was man erwarten kann, dass man es dann beobachtet. Und also das sieht man ja auch in der Astrophysik zum Beispiel, gibt es ja dieses berühmte Hubble Deep Field, dieses Bild, wo das Hubble Space Teleskop einfach mal ganz lange auf einen ganz dunklen Fleck gezoomt hat und plötzlich sah man da überall ganz, ganz viele Galaxien, wo man vorher dachte, da ist gar nichts. Das war so ein Risikoprojekt, wo einer der Direktoren einfach gesagt hat, ich benutze jetzt mal die Zeit, um was Verrücktes zu machen. Und das ist auch in der Wissenschaft dann häufig das, wo die spannenden Dinge rauskommen, die einen dann in unerwartete Richtungen lenken und wo dann was Neues, Interessantes entsteht. Ja, weil ja unser Leben eigentlich so darauf ausgerichtet ist, man muss wissen, was man will, man muss wissen, was man tut und es muss berechenbar sein und es muss auch, also Zeit ist Geld, es muss auch irgendwie stimmen, in welcher Zeit man was und was schafft oder was für Geld eingesetzt wird, damit das und das rauskommt. Und in der künstlerischen Arbeit kann man das alles vergessen. Also da gibt es irgendwie, kann ich mich einen ganzen Tag mit so einer kleinen DIN A4-Blatt beschäftigen und vielleicht das abends auch wieder in die Tonne hauen. Also das ist so. Das muss man auch annehmen. Es gehört dazu und es ist auch was Schönes. Ja. 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 Wenn sonst keine Fragen gibt, mich würde noch mal, also wenn ich eine Frage stellen darf, mich würde mal interessieren, wie wirklich diese, also wo man jetzt sagen würde, als Astrophysiker, das sind Plots, da sehen wir irgendwelche Datenpunkte, würde jetzt die erste Irritation sein, die Achsen sind nicht beschriftet. Das ist ja gut, aber natürlich trotzdem die Frage, wie entsteht sowas? Ja, das ist schon mal das Tolle, dass ich die Achsen nicht zu beschriften brauche. Grauenvoll. Also, Sie haben ja vorhin gesagt, das fand ich toll, das Herzsprung-Russell-Diagramm, das steht dann, ist zugrunde gelegt davon. Ich habe mal im Internet eine Schulkarte aus der DDR vom Herzsprung-Russell-Diagramm mir bestellt in eBay. Das sah ich da und ich wusste keine Ahnung, was das ist und dachte, sieht gut aus. Also universumsmäßig sowieso, da musste ich mich da erstmal mit befassen, was das überhaupt ist, aber das war dann auch gar nicht so wichtig. Dieses Herzsprung-Russell-Diagramm, das sind so Sternenkonstellationen, da stehen auch die weißen Riesen und die roten Riesen und so steht auch schräg dadurch. Genau, die Achsen sind Temperatur und Leuchtkraft, wenn ich das ergänzen darf. Ja, genau, das geht um... Und dann habe ich einfach gedacht, es gibt ja die Fixsterne und die anderen Sterne, die sich natürlich auch, und wie kann ich so einen Eindruck von so einem Sternenhaufen oder Sternenkonstellationen aufs Papier kriegen, die sich immer wieder neu und anders zeigen, aber dann in der Reihe trotzdem als das Gefühl geben, da liegt irgendeine Gesetzmäßigkeit drunter, die ich aber nicht erkenne, die ich aber nicht weiß, welche. So wie das ist, wenn man vielleicht eine Forschung beginnt, also ob das eine künstlerische Forschung ist oder eine wissenschaftliche, dass ein bestimmtes Prinzip liegt drunter, das weiß ich vielleicht noch nicht und ich erkenne aber Auswirkungen. Und das war eigentlich die Herangehensweise. Ne? Ich hatte dieses Herzsprung-Russell-Diagramm und habe das dann immer wieder gedreht und gewendet und dann reduziert und dann wieder anders falsch aufgefüllt. Natürlich immer falsch die ganze Zeit. Also falsch machen gehört natürlich auch zur Arbeit dazu. Also sich nicht absichtlich Dinge falsch machen, damit was Richtiges rauskommt. Und so ist das zustande gekommen. Das hat irgendwo eine Ordnung, aber auch wiederum ein Eigenleben. Ne? Ja. Ja, vielleicht kann man das so ein bisschen verstehen, was ich meine. Ja. Also das Falschmachen finde ich auch immer wieder wichtig. Es gibt ja das schöne Zitat von Inga Christensen, jemand hat den richtigen Weg gefunden, weil ihm der falsche gewiesen wurde. Mhm. Also, ja. Was sind die inneren Stimmen, so die sagen, das ist Stopp. Ja, die gibt es natürlich, also da muss man vorsichtig sein. Die inneren Stimmen gibt es natürlich und man hat ja auch so einen riesengroßen Apparat an Wissen, was geht auch in der Kunst, was geht nicht, kannst du eigentlich heutzutage nicht mehr bringen und so weiter oder schlechter Strich oder dieses ganze Wissen, was da in einem herumkreist und da muss man selber überlegen, was lässt man da
von zu, weil möglichst am Anfang nicht immer so dieses ganze Gebrabbel zulassen, bevor der erste Strich überhaupt gezogen ist, das ist ja furchtbar. Dann kommt man überhaupt nicht weiter. Also das haben wir ja alle, ne? Diesen großen Kopfapparat, der uns schon vorher irgendwie alles sagt, was zu tun ist und was nicht. Und da muss man auch manchmal ein bisschen störrisch sein und sagen, jetzt mal Ruhe hier. Und die Zeichnungen, die da auf der anderen Wand sind, diese Linienzeichnungen mit den eingeklebten Worten, die erzählen ein bisschen was davon, dass man in einem energetischen Schwung ist und dann quasselt immer was dazwischen und stoppt eigentlich die Bewegung. Ne? Das ist das eigentlich. Das, immer dieser Dialog zwischen dem, was ich weiß und dem, was vielleicht auch entsteht und ob das in einem sich sozusagen fort im multiplizierenden Verhältnis steht oder ob es sich gegenseitig eigentlich auch totschlägt. Ne? Da kann man aber ein bisschen was für sich tun, ne? Dass das nicht sich immer so, ja. Genau. Jetzt sind wir hier auf einige der Werke. Entschuldigung, ja, da kommt noch eine. Da kommt noch ein Mikrofon, vielleicht noch einen Moment. Ja, ich habe das Gefühl, das funktioniert nicht. Und zwar hier, die hängen ja alle so schön in Reih und Glied und ganz geordnet, aber dann die beiden Äußeren, die sind so, ja, irgendwie dann fallen so ein bisschen aus der Reihe. Da wollte ich fragen, gibt es da irgendwie einen Grund zu oder können Sie irgendwie auch allgemein sowas? Welche Äußeren meinen Sie? Bei also der Hängung, glaube ich, ne? Genau. Meinen Sie, oder? Genau. Meinen Sie jetzt diese da, die beiden? Genau. Die beiden? Ja, genau. Ja, die sind natürlich sozusagen aus diesen hervorgegangen, aber die machen den Sprung, die schaffen wieder, die tanzen aus der Reihe, weil sie den Sprung schaffen, um hier reinzuleiten, in diesen etwas unübersichtlichen Kosmos von sehr unterschiedlichen Zeichnungen. Und ich habe da versucht, so einen Übergang hinzukriegen. Die gehören natürlich auch mit da rein, aber auf eine andere Weise wiederum. Nicht? Man kann ja Zeichnungen, das ist auch die Arbeit in dieser Ausstellung, man kann ja Zeichnungen sehr unterschiedlich hängen. Ich kann auch das alles ordnen, da gibt es natürlich hunderte von mir, kann ich alles Blöcke machen oder Serien und die alle schön ordnen, welche gehören zusammen und welche nicht. Und ich habe hier versucht, aus dieser Zusammenstellung von sehr unterschiedlichen assoziativ gehängten Zeichnungen, die alle miteinander verbunden sind über eine assoziative Hängung, da diesen Sprung zu dieser sehr strengen Hängung zu machen. Ja. Beantwortet das was oder nicht? Also genau, ich wollte deswegen auch so, das ist so allgemein, also ist das allgemein so eher so mit so einer Assoziation entstanden, diese Anordnung? Ja, die Anordnung schon, dass wenn man sich das genau anguckt, dann kann man das nachvollziehen, wenn man davor steht. Also wo springe ich wohin? Mhm. Welche Gemeinsamkeit gibt es hier und da und da und da und da? Wann wird die verlassen? Wann gibt es die gar nicht mehr? Und wird von was anderem aufgenommen, wie ein musikalisches Prinzip im Grunde. Ja. Ne? Wann setzt sozusagen wieder eine andere Stimme ein und nimmt noch was von der anderen Stimme mit? So. Und so ist eben auch mein Denken. Mhm. Und deswegen wollte ich diese Wand so hängen, die in gewisser Weise auch wie so ein Inhaltsverzeichnis ist für die ganze Ausstellung. Ne? Oh, ja. Aber nicht in dem, dass alles wohl geordnet einzeln hängt. Und da mussten diese Zeichnungen den Sprung schaffen zu dieser in sich geschlossenen Serie. Ja, also genau das finde ich halt auch dann interessant, weil man kennt es ja häufig, dass es dann immer sehr geordnet ist, alles, und dass hier dann so ein bisschen das fließt. Ja, es muss ja irgendwie eine Bewandtnis damit haben. Also es hat nicht nur irgendwie, dass es denn besser aussieht. Ne? Ja. Also ich will ja nicht die Umwelt dekorieren, sondern das geht eigentlich immer um so einen gedanklichen Leitfaden dabei. Mhm. Also es hat eine innere Bewandtnis. Es ist nicht einfach so hübsch drapiert, sag ich mal so. Ne? Und das passt ja auch wieder ganz gut, denn bei aller naturgesetzlichen Ordnung ist das Universum letztendlich sehr, sehr unordentlich. Genau. Ja. Es gibt beides in der Ausstellung. Es gibt auch richtige Blöcke und also Werkgruppen, die so ganz ordentlich gehängt sind. Natürlich ordentlich im Sinne von einem Raster. Aber wir haben auch einiges gelernt hier beim Hängen, beim Zugucken, vor allem oben bei den Rundstücken. Ich würde sagen, wenn Sie alle einverstanden sind, die Ausstellung geht oben weiter in der Etage über uns. Und ist es in Ordnung, wenn wir jetzt zu einem Ende kommen mit unserem Gespräch? Sind dann alle so, es hat sich das ungefähr rund angefühlt? Ja, dann freue ich mich. Ich fand es für mich sehr inspirierend, erhellend,
ganz spannend. Ich hoffe, es ging Ihnen jetzt auch so. Man hat echt noch mal einiges mitgenommen. Man kann vertiefen in diesem Buch, was echt wirklich sehr gut gelungen ist, finde ich auch. Also mit einem Beitrag von Frau Anderl auch und mit vielen Zitaten, ne? Zum Teil auch das gesammelte Weltraumwissen von Nanne Meyer. Ne? Das ist darin auch, das ist auch schön. Und Konzeption, ja. Das zusammen mit Patricia Bach erarbeitet das worden, ist die auch heute hier ist. Genau, das hat sie ganz großartig gemacht. Es macht Riesenspaß, da zu blättern und sich zu verweilen und immer wieder reinzuspähen. Das ist kein Buch, was man jetzt durchlesen möchte, sondern das sind viele Anlässe wieder für Ideen, für visuelle Eindrücke. Also ich finde das ganz wunderbar, dass wir das jetzt haben, begleitend zur Ausstellung. Dann möchte ich Sie bitten, wegen Corona, dass wir uns ein bisschen halbieren. Ich will sagen, wir machen so eine gedachte Achse dadurch. Die eine Hälfte des Publikums darf dann nach oben, die andere würde noch hier verweilen und dann machen wir in 20 Minuten so einen Switch, ich sage das dann an, dass wir uns einmal austauschen, sodass alle alles sehen möglichst und vielleicht nicht sich so zusammen klumpen, um jetzt in der Metaphorik zu bleiben, in der kosmischen. Also. Vielleicht hier auch noch Stühle wegräumen. Das machen wir Heinzelmännchen hier so, dass wir die Fläche hier freikriegen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei O1. Wir hatten ja diese Übertragung heute Abend. Das ist wunderbar vorbereitet. Ich bin gespannt, das kann man sicher auch noch mal nachsehen. Aber wir hatten jetzt auch einen Livestream, was besonders ist. Und da möchte ich mich ganz herzlich dafür bedanken. Ich bedanke mich bei Nanne Meyer für die sehr, sehr schöne Ausstellung, die wir hier bis Mitte Mai, bis zum 15. Mai haben dürfen. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei Sibylle Anderl für den Besuch und dass sie uns hier so richtig noch mal Wind unter die Flügel gegeben hat mit diesen Gedanken und Informationen aus Ihrem Fachgebiet. Fand ich sehr spannend. Vielen Dank und einen schönen Heimweg danach. Das ist jetzt ausgeschaltet.